Da sind wir auch schon wieder zurück bei Legion DD2. Herzlich willkommen. Neue Runde, neues Glück. Wieder gegen zwei Deutsche. Das passiert wirklich sehr häufig. Und ich nehme die doppelte Kämpferauswahl und locke jetzt tatsächlich mal. Oh Gott, dafür müsste ich jetzt aber auch wissen, wo die waren. Genau, Crab Warlock. Scheiße, wo war die Aura? Ich finde die Aura nicht. Oh mein Gott, ich finde die Aura nicht. To Nova. Ich finde die Aura nicht, Alter, WTF. Wie hieß die denn nochmal? Jetzt wollte ich die Taktik vom letzten Part ausprobieren, das wird wohl nicht. Aber okay, jetzt haben wir zwei verschiedene Arten von Einheiten, die Summons holen können. Ist auch okay. Okay. Und wir haben fucking Fürst des Todes auch nochmal, der Sachen beschwören kann. Wir haben viele Beschwörer. Wenn ich das hinkriege, so zu spammen wie der Typ letztens, dann könnte ich schnell viel halten. Yes, my lord. Jetzt ist er doch wieder 300. Hä? Stand da nicht gerade noch 340? Für das nächste Level? Für Level 4? Bin ich doch wieder unter. Hey, schon halte ich es nicht mehr. Und wir haben beide durchgelassen, okay, krass. Und das macht halt schon so viel Schaden am König.
the unknown. Attack! Krudok's Claw. In der Annahme, dass ich jetzt auch nicht mehr in der Lage bin, die Aura zu bekommen, baue ich jetzt auch einfach mal einfach so. Let me out. All right, sir. Aber hier wäre eine Mana-Regeneration auch richtig strong. Alle meine Einheiten sind noch in Position. Horizon. Die Atome sind ziemlich OP, kann das sein? Hier haben sie sehr viel geschickt. No!
Ich würde gerne einen von denen noch zum Vorboten machen und dann noch auf jeden Fall eine Nymphe für Level 10. Ich hab immer noch nicht ganz raus, wie man mit den Crab Walks am besten spielt. Deswegen muss ich ihn noch stark overbuilden. I'll give it a I stand ready. Come on, come on. Oh mein Gott, das reicht nicht. Es reicht wieder. Das ist. Oh mein Gott, doch, es hat gereicht. So, die kriegen jetzt auch mal ein bisschen Damage zumindest, wenn es noch nicht so viel ist. Aber wir kriegen viel zu viel. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir verlieren. I'll give it a shot. Ich weiß nicht, vielleicht am Teammate orientieren, vielleicht gar nicht immer so die beste Idee. Vielleicht sollte man noch so ein bisschen sein eigenes Ding immer durchziehen. Auf Tour! Off to work. Ich kann ja ich eigentlich 10,3 und er 10,2 haben. Wir werden uns 13 sowas von finishen einfach. Clan.
looks cruel. Fear the unknown. Nee, die haben tatsächlich gar nicht so viel. Oder doch, okay, auch Riesenschnecken, aber keine Auras halt. Aber ich halte es trotzdem sowas von überhaupt gar nicht. Und der Mate auch nicht, dass es durch ist. Aber Mann, ey, meine Taktik ist ja auch nicht aufgegangen. Ich habe ja auch nicht gewusst, wo diese scheiß Mana-Aura ist. Ich hätte das super gern mal, hier haben übrigens alle geleakt. Ich hätte das super gern mal ausprobiert mit der Mana-Aura. Weil das ist ja die OP-Kombination. Ich weiß aber nicht mehr, wie man an diese Einheit rankam. Ich habe einfach vergessen. Beziehungsweise ich weiß einfach nicht, wie sie heißt, so wirklich. Und ich habe sie an dem Bild auch nicht so oft auf die Schnelle erkannt. Muss ich irgendwie nochmal gucken. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis dahin.